Hallo, kennt ihr das auch? Es ist Sommer, Obst überall und mit dem Obst kommen die Essigfliegen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die kleinen Plagegeister loswerdet. Ohne Chemie und ohne sie tot zu machen. Ihr braucht dazu ein Glas, ein Blatt Papier und Obst. Ich habe jetzt hier mal eine Banane. Na, das Messer ist nicht gerade das scharfste, aber die Reste kommen jetzt hier rein. So, und jetzt wird das Papier trichterförmig zusammengerollt. So, oben etwas ausgeweitet. So, und kommt dann so in das Glas. Und jetzt stelle ich das Glas mal in den Küchenschrank und hoppala, in einer Stunde schauen wir mal nach, was sich getan hat. So, eine Stunde ist vergangen und wie zu sehen, es hat funktioniert. Und das Glas nehme ich jetzt und schaffe es einfach nach außen und lasse die Fliegen hier im Trocken frei.